Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, wie heißt das Spiel nochmal? Assassin's Creed? Nee. Ah ja, richtig. Mass Effect natürlich, ja. Ja, und schon mal eine ganz amateurlose Verarsche von mir an die netten Zuschauer natürlich. Und ja, ich bin so ein. Ja, was bin ich denn noch? Ja, wie machen wir uns denn? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Wir haben viele Kolonisten verloren. Mir fällt nichts ein, das wir noch hätten tun können, und trotzdem fühle ich mich miserabel. Wir sind schließlich hier, um sie zu beschützen. Okay. Wir unterhalten uns später, Williams. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Was? Ich habe nichts gemacht. Nichts, nichts, nicht, nichts. Ja gut, vielleicht ein bisschen. Aber. Und ich glaube, dann fehlt uns noch Tali zum Sprechen und dann können wir eigentlich schon auf die nächste Mission gehen. Soweit ich das in Erinnerung habe, versteht sich natürlich. Na, da ist sie ja. Shepard, gut, dass Sie hier sind. Geht es Ihnen besser? Schön, Sie wieder lächeln zu sehen. Gewissermaßen. Ich schlafe jetzt viel besser. Ich habe mich wohl an die Stille auf diesem Schiff gewöhnt. Aber ich denke immer noch viel an meine Pilgerreise. Ich weiß, dass Saren höchste Priorität hat. Ich hatte nur gehofft, auf einer der vielen Welten, die wir aufgesucht haben, etwas zu finden, das ich zurück zur Flottille bringen kann. Keine Sorge, kommt noch. Und auch was. Nein, 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 nein. Den werde ich nicht bringen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Sie werden schon noch etwas finden. Ja, aber ein ausgedientes Schiff als Ersatzteillager wird meinen Leuten nicht reichen. Es muss schon etwas Besseres sein. Man erwartet viel von mir. Warum ist die Tali krumm? Ja, warum denn? Warum erwartet man so viel von Ihnen? Es hat mit meinem Vater zu tun. Er ist ein hohes Mitglied des Admiralitätsrates. Er ist einer von nur 5 Leuten, die die Entschlüsse des Konzils zum Wohl der Migrantenflotte überstimmen können. Mein Vater ist verantwortlich für das Leben von 17 Millionen Leuten, für unser ganzes Volk. Und ich bin sein einziges Kind. Großer Druck. Wieso lache ich eigentlich? Oh Mann, ey. War der vielleicht schlecht? Oh. Alter, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, worüber ich hier eigentlich lache. Ich wollte gleich eigentlich to den totalen Flachwitz erzählen, aber ich habe ihn gerade total vergessen. Ach ja, richtig. Großer Druck. Ja. Das muss schwer für Sie sein. Mein Volk legt hohen Wert auf die Familie und die Herkunft. Es gibt die unausgesprochene Erwartung, dass ich in seine Fußstapfen trete. Alle erwarten von mir, dass ich etwas ganz Besonderes von meiner Pilgerreise mitbringe. Etwas, das unser Leben positiv und dauerhaft verändern wird. Wenn ich es nicht schaffe, gelte ich als Versagerin. Und das hätte unangenehme Folgen für mich und meinen Vater. Galaxie retten? Ihre Arbeit hier ist wichtiger als alles, was andere Quarianer jemals getan haben. Ja, ich weiß. Aber die quarianische Kultur ist nicht einfach zu verstehen. Wir sind eine sehr isolierte Gesellschaft. Ereignisse, die nicht unmittelbar unsere Flottille betreffen, sind den normalen Bürgern egal. Unser größter Traum ist, eines Tages nach Hause zurückzukehren und die Geth zu vertreiben. Aber selbst wenn wir Saren aufhalten, wird das nicht geschehen. Hinter dem Nebel gibt es noch Millionen von Geth. Und solange sie noch dort sind, müssen wir im Exil leben. Wie lautet die Antwort? Was zum Beispiel könnten Sie denn mitbringen, um alle glücklich zu machen? Etwas, was uns helfen kann, die Geth besser zu verstehen. Seit unserer Flucht haben sie sich deutlich verändert. Sie scheinen sich zu entwickeln. Wir haben sie gründlich studiert, aber es ist nicht einfach. Sie sind sehr scheu. Noch bis vor kurzem haben sie den Nebel niemals verlassen. Und alle Geth, denen wir jetzt begegnet sind, stehen unter Sarens Kontrolle. Wir müssen Geth finden, die eigenständig agieren, unabhängig. Aber ich will damit nicht unsere Mission behindern, Shepard. Erst müssen wir Saren aufhalten. Dann werde ich mich um meine anderen Probleme kümmern. Okay. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Alles klar, dann können wir ja jetzt eigentlich weiter zu unseren weiteren Missionen aufbrechen. Was sollen wir denn? Ja, Rex Familienrüstung.
Finden Sie den Torianer, der Rex Familienrüstung gestohlen hat? Ja, Argo Rogue Cluster, okay, und Dr. Salian. Garrus hat Ihnen die Koordinaten von Dr. Salians letztem Aufenthaltsort gegeben. Gehen Sie sich in das Herschel-System im Kepler-Randsektor. Wow. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Boah, Alter. Ja, dann können wir eigentlich zur VI gehen. Eine außer Kontrolle geratene VI hat einen Testgelände der Allianz auf der Rückseite des Erdmonds übernommen. Der Kommandeur der Allianz hat Ihnen den Befehl gegeben, die VI zu eliminieren. Okay, begeben Sie sich in das Sonnensystem des lokalen Clusters und kümmern sich um die... Okay, der lokale Cluster. Und wo soll das überhaupt sein? Aber hey, wir können ja noch mit dem Ausrüstungsoffizier reden. Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Ja, verkaufen wir mal ein bisschen. Aber brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ja, Kessler. Ja, ich denke, das reicht erstmal. So, dann gehen wir mal. Dann fahren wir mal mit dem Fahrstuhl nach oben. Schade, dass hier keine Fahrstuhlmusik drin ist. Das wäre cool. So, dann gehen wir mal zum... Ja, was ist jetzt? Gut, danke. So, und da vorne ist schon unsere Galaxiekarte. Die Frames sind gerade kurz runtergegangen, aber es geht jetzt eigentlich. Alter, immer dieser scheiß Soundlag. Was ist denn das? So, Citadel, rauszoomen bitte. Hawking Eater. Da, der lokale Cluster. Ja, dann können wir eigentlich nur nach Seoul. Eine Nachricht für Sie, Commander. Sie kam eben über den sicheren Kanal rein. Okay. Shepard, hier spricht Admiral Karoko. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat, wie die vom Dreschlund getötet wurden. Verdammt, ja. Hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus. Eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim, allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten, waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Cerberus ist hinter mir her. Ich muss verschwinden, bevor Sie mich finden. Okay. Ah cool, hier sind auch jetzt unsere Planeten, also jetzt die wir auch in unserem Weltraumsektor haben, also Erde, Merkur, Venus und so weiter. Okay, dann sollen wir ja zum Erdenmond. Ja, wo ist der denn jetzt? Uranus, Mars, Venus? Ja, wo ist denn da jetzt? Nein, der war es nicht. Der Jupiter war es auch nicht. Der gute Neptun war es auch nicht. Uranus denke ich auch nicht. Gut. Erde. Kann es ja eigentlich nur noch
Merkur sein? Ja, was sollen wir jetzt machen? Ah, da ist ja noch einer. Das war jetzt auch Fehlanzeige. Vielleicht gibt es ja noch eins. Nee. Alter, was geht denn hier ab? Was heißt eigentlich dieses NES? Warte. Geben sich in das Sonnensystem des lokalen Clusters und kümmern sich um die außer Kontrolle geratene VI des Erdenmondes. Ja. Lokaler Cluster. Ich dachte, hier war ich. Das ist so verwirrend. Ja, auch sein, dass es vielleicht mehrere lokale Cluster gibt. Das ist natürlich auch möglich. Exodus Cluster, Pferdekopf, Nebel. Artemis Tau. Ja. Ja, was sollen wir jetzt machen? Wir können ja jetzt nicht in den... Ah, da ist noch was. Den habe ich jetzt übersehen. Ja, geht doch, Alter. Wer macht so einen Planet denn bitte schon so klein? Endlich geht's hier mal weiter. Wir benötigen natürlich... Garrus und den guten Vrex. Ja, nehmen wir den natürlich mal an. Die schöne Erde. So, wie groß ist die Map? Allianz-Testgelände und das ist die Trümmer. Gut, dann, ich würde sagen, ich glaube, wir haben schon genug aufgenommen, oder? Ja. Ja, danke nochmal für die nette Aufmerksamkeit von euch. Und ja, ich würde sagen, dann widmen wir uns mal dem Testgelände und den Trümmern im nächsten Part. Also, danke nochmal für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, euer Der zu Let's Play Mass Effect. Bis dahin, ciao.